Hey Leute und willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um die aktuelle GTA Online Event Woche. Und zwar gibt es einmal ein neues Auto, also es ist ein neues Auto dazu gekommen, und zwar bei San Andreas Super Autos, und zwar einmal der Douglas Ramos für 596.000. Ihr seht ja ihn gerade. Über den mache ich wahrscheinlich auch mal ein Video, mal gucken. Sieht eigentlich ganz cool aus, ist halt glaube ich ein Muscle Car, ja klar. Und dann gibt es einmal folgende Rabatte bei Legendary's Motorsports, und zwar einmal wegen diesem, weil heute ist ja Valentinstag, da gibt es einmal auf Autos vom Valentinstag Update oder so, da gibt es einmal den Alpine Roseville Roller für 687.400.000. Ich glaube, der ist 30-35% im Angebot. Und daneben der andere auch, dieser Alpine Roseville, der normale. Den gibt es für 525.000 und gab es auch 30-35% im Angebot. Und dann gibt es einmal bei Watch Dogs auch einmal viele Fahrzeuge im Angebot. Und zwar hauptsächlich auch viele Militärfahrzeuge. Einmal auf den Ardeen, den Nightcheck, den MTV, den Don FVR, das Halbkettenfahrzeug und der Oppressor, also dieses normale Oppressor-Bike. Dann einmal auf die balianische Ausrüstung und auf den Flak-Anhänger und auf den bewaffneten Tumbler. Das sind ungefähr 30-35%, denke ich mal. Und dann sind auch noch einmal Bunkers im Angebot. Ich glaube auch so 35-30%. Und zwar einmal hier, seht ihr. Ja, ich glaube 30-35%. Hier kriegt ihr einen für 870.000. Also lohnt sich schon, wenn ihr noch keinen Bunker habt, den zu kaufen. So, das waren alle Angebote und Rabatte. So, jetzt gibt es einmal noch auf einen folgenden Gegnermodus. Also auf den Job einmal noch auf einen Gegnermodus. Da gibt es doppelt RIP und doppelt GTA-Dollar. Und zwar nennt sich der, ich guck gerade mal, ich weiß es gerade nicht ganz genau. Es kann auch sein, dass der Modus neu dazugekommen ist. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gibt's da, ja, hier. Bei Hattes, Ticket, One und die anderen, da gibt es einmal doppelt RIP und doppelt GTA-Dollar. Ja, das war schon die Event-Woche, glaube ich zumindest. Also vielleicht gibt es noch irgendwas anderes im Angebot oder so. Wenn das so ist, dann mache ich darüber auch nochmal ein Video, aber ich glaube, das war alles. Okay, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da und liked dieses Video. Und wenn ihr die nächste GTA Online Eventwoche kommt dann nächste Woche. Ja, ciao Leute.